Im Lauf der Geschichte war nur wenigen die Macht beschieden, das Schicksal ihrer Zeitgenossen zu bestimmen. Stammeshäuptlinge und mächtige Schamanen. Ich spiele jetzt einmal den Trailer mit auf. Sieg! Das wird so lustig einfach. Intelligent! Du siehst den Ton auch schon auf? Der Ton ist auch schon auf, ja. Eroberung! Erst das Mikrofon drehen! Ja, genau. Hätte ich muss mal auch hören können. Ja, tun wir doch dann. Nein! Ja, ich hab meinen Christoph aber nicht. Christoph hört man sehr gut. Das war so. Der redet schon zu viel. Sorry. Mikrofon wieder drehen! Welche Map spielen wir? Flo? Was? Welche Map spielen wir? Ebene. Wieder? Ja. Ah. Kartengröße Mittel. Okay. Gegen drei normale, gegen drei einfache Gegner noch. Drei, also genau dasselbe wie gestern. Gestern war vier, diesmal nur drei. Aber die sind alle verbündet miteinander. Ah, okay. Oh, das heißt, es wird etwas schwieriger. Ja. Was, die sind alle verbündet? Ja. Aber uncool. Ich bin überlegen, ob ich mir nicht doch mal eine andere Zivilisation bastel. Mach ich auch. Aber leider kann ich nicht auf diesen scheiß Zivilisationsbaukasten kriegen. Ja! Ah. Heute meine Runde Empire Earth als Ausklang von der gestrigen LAN. Multiplayer, ne? Ja. Oder Spielwerk zu Ende. Mach vielleicht erst deine Zivilisation. Da hab ich doch schon, oder? Du hast noch die von gestern. Könntest du selber nehmen oder den neu machen? Ja, die war ganz in Ordnung. Ich hab bis zum Ende überlebt. Du passt schon. Ich laberst du. Ich will mich nicht einloggen. Andere Multiplayer da unten. Ich bin überlegen, ob ich mal auf Belagerungswaffen gehe. LAN. Belagerung. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann gehe ich wieder auf Kaverne. Ja, hier ist kein. Ganz gut. Die LAN ist noch nicht aktiv, oder wie? Nein, weil ich gerade meine Zivilisation. Er macht seine Zivilisation. Ja, okay. Priester, das ist ja eigentlich ganz chillig. Ich bin überlegen, baue ich. Gehe ich auf. Muss ich Ares unbedingt verstärken eigentlich? Musst du nicht, die sind auch so gut genug. So, dann lasse ich das nämlich mal weg. Ja. Belagerungswaffen kosten eher Eisen oder eher Gold? Belagerungswaffen. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich würde mal auf Eisen tippen. Weil es einfach logischer ist. Gut, dann gehe ich mal auf Eisen gewinnen um 15%. Scheiß auf Gold. Geht eh genug. Hast du Metall? Nein, hast du nicht. Nee, ich habe verbesserter Bergbau, finde ich irgendwie sinnvoller. Wo ist Priesterturm? Priesterturm? Ja. Oben bei besondere Kräfte. Besondere Kräfte hast du bis jetzt Metallurgie, da kannst du noch eins von nehmen. Die zweite wird dann sonst zu teuer. Also musst du Metallurgie wieder wegmachen, wenn du Priesterturm nehmen willst. Wo ist mein Priesterturm? Da. Ja, Priesterturm 45. Ich habe jetzt mit einem Cyborg nicht wirklich gekämpft. Dann kannst du das auch wieder wegmachen. Draufklicken. So. Restpunkte. Was laberst du? Ach, egal, jetzt. Lass ich immer wieder vor. Nein, tschüss. Nimm einfach wieder dieselbe. So, Laden, das muss jetzt wieder die sein. Feldgeschütze, was ist das? Feldgeschütze. Ja. Feldgeschütze, Panzerabwehrgeschütze. Panzerabwehrgeschütze? Keine Ahnung. PA, Panzerabwehr. So. Das sind diese Flugzeuge, oder? Da steht nur Feldgeschütze und Panzerabwehrgeschütze. Geschütze. Das Mikro geht auf Wanderschaft. Wobei Tarnung ist auch geil, obwohl gegen Computer bringst du es eh nicht. Ja. Komisches Mikrofon, ey. Ich nehme für besser den Berg auf. Ich habe noch 33 Punkte übrig, das können wir davon noch nehmen. Anpassung kann ich mir noch nehmen. Ist der von 45 kostet? 4. Ja, wenn ihr den Priesterturm habt, brauche ich keinen. Ich bin ja eher der friedliche Bauer.
Konquistadoren? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich glaube, das ist so eine besondere Einheit, die du dann hast. Guck mal nach. In welcher Epoche ist das? 7 bis 9, glaube ich. Achso. Das würde ich schon allein, weil es nur in der Epoche 7 bis 9 ist, nicht nehmen. Ja, ich schau mir auch mal hier noch mal ein bisschen an, was die hier machen. Sperrabteil, ach. Szenarien-Editor. Was kann der? Was ist das? Da kannst du mir selber einbinden. Das ist aber cool. Kannst du auch mit dem Multiplayer spielen. Ja. So, dann mache ich jetzt mal hier, da so, da so, da so, da so. So. Ein bisschen Teer rein. Wahnsinn, das wird mal. Alles Teer. Kein Schwachsinn, nicht. Spanische Briteneinheiten werden zu Konquistadoren und sind mit einem größeren Sichtbereich gesegnet. Toll. Wie schwachsinnig, ey. So. Frankreich. Fertigkeit. Tarnung. Ja, die ist chillig. Alle ja, Truppen, die stehen, die sieht man nicht. Ja, aber trotzdem. Frankreich. Die Frankreziosen machen sich unsichtbar. Wie war das? Warum ist der Eiffelturm so hoch? Damit man die weiße Flagge schon von weitem sieht. Das ist Bullshit. Alter. Expansionismus ist eigentlich saugeil. Da, dass du keine Siedlung, sondern gleich Stadtzentren. Ja, du sparst dir immer 5 Dorfbewohner zum Bevölkerung. Ja, ich fand ich auf die Reihe hier. Das ist ab, naja. Ja, wirklich. Nein, ich will das nicht speichern. Ja, wirklich speichern. Nee, wirklich löschen. Ich laber. Ja, die anderen beiden brauchen einfach viel zu lange. Sorry. Oh, das war jetzt einfach. Der liegt ja aber in Schwachsinn durch. Das ist kein Schwachsinn, das sind diese besonderen Fähigkeiten, die sind extrem wichtig. Was für besondere Fähigkeiten? Fanatismus und sowas hier. Was? Sowas hier. Expansionismus kostet 45. Scheiße. Also nicht mehr so weit. Nicht noch nicht, aber 32 Punkte. Was sind Feldgeschütze und Panzerabwehr? Das weiß ich nicht. Etwas, was ich nie benutze. Feldgeschütze könnte Feldschlange sowas sein, ne? Stimmt. Feldgeschütze. Ja. Feldschlange? Scheiß drauf, nehmen wir mit halt eh noch Punkte. Hast du zusätzliche Bevölkerungsgrenze reingemacht? Nein. Das habe ich jetzt noch gemacht. Ich auch. Ich will überlegen, ob ich die Treffer mit 50% Trefferpunkte bei zivilen Gebäuden noch mit rein. Ich hab da die Kostensenkung gemacht. Ja, nehme ich auch mit. Also ich habe jetzt verbesserter Bergbau, Belagerungswaffen und mobile LA. Sieht doch ganz 20, gut aus. 25 Angriff, 30 Bauzeit. Junge! Da verschwendest du ja Saupunkte. Mach lieber mal. Mann, echt jetzt, ey. Noch 7 Punkte übrig. Was anderes dafür? Was denn? Obwohl, nee, ich bin voll auf Kavallerie gegangen. Ich bin voll auf Bauen, glaube ich. Du bist voll auf Loop gegangen. Ja, du bist voll auf Loop gegangen, du hast ja das geschrieben. Ja. Ja, also bist ja auch. Ja! Bogenschützen, Fußsoldaten ist eh noch genug. Na gut, der kann keinen. Wenn auch schön, was du zu sippeln. Da vorne ist ein Becherfass, das sieht schon gut aus. Wasser? Ja. Ja, genau. Erstmal Silber einschenken. Gut. So, ich habe noch Kavallerie des Panzerangriffs und Schwertkämpfer 25 Angriff jeweils gegeben. Mach mal lieber nur Schwertkämpfer Kavallerie. Weil ich baue immer diese persische Kavallerie. Okay. Die kann ja werfen und. Schwertkämpfer oder sind das. Oder gibt es das dann. Ach nee, das sind Speer. Dann gehe ich auf Speer noch, ne? Ich habe beides. Ja. Was habe ich denn jetzt, Ich habe keine Ahnung. Ja, das weiß ich. Und immer wieder seine Zivilisation denn. VB. Was heißt VB? Keine Ahnung, muss ich ihn selbst fragen. Was heißt VB? Verbesserter Bergbau. Volksbank. Verbesserter Bergbau. Volksbank. Ist ein Berg.
Betriebswirtschaftsumlebe. Nein, Belagerung ist noch und. Mehr. ML. Keine Ahnung. Mehr. Bullshit. Berufsfeuerwehr. Lockenpopper. FGUPAG. Klar. Wie viele Buchstaben darf denn so eine Zivilisation? Keine Ahnung, ich teste es gerade aus. Mehr ist nicht. Nennen sie halt Flo. Ach, leck mich doch. Nice. Achso. Ah, komm mal, Mike. Komm mal, ja. Läuft. Okay. In Spiel einklinken. Muss noch in Team 1 gehen. Überhaupt nicht. Ich bin doch schon drin. Dann stirb. Oh, wir werden dich töten, wenn du nicht in Team 1 gehst. So, was machen wir? Und die anderen sind jetzt auch verbündet, oder wie? Machst du bitte mal 50 Bürger oder sowas? Geht nicht. Höchstens 20. Höchstens 20. Dann mach 11. Tom kriegt einen mehr. Jo! Weil ich spiel zum zweiten Mal spiele. Ey, du Depp! Ha! Naja, ich krieg's auch so hin. Ja, juretisch. Ja. Also ich geh einfach mit Team 3. Du musst auch bereit gehen, gell? Nee. Ich geh einfach mit Team 3. Du nimmst alles auf? Was? Du nimmst auch alles auf? Ja. Okay. Naja, wenn, dann wollen wir es ja richtig machen, ne? Natürlich. Und? Auch mit dem Trailer einreden. So, richtig lustig wird's jetzt, wenn mein Bildschirm wieder... Ja. Unsere Bildschirme sind alle schwarz, aber deine hat zuerst geladen, Flo. Ach so, ja. Und meiner ist wieder der letzte. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich wieder auf den Desktop runtergeschmissen habe. So. Alarzunde! 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 Alter, ist ja gar nichts mit rum. Von mir ist auch nichts. Mir ist auch echt nichts, ey. Du hast doch keine Ahnung, was ist. Deine Mom! Moment jetzt. Talate. Gelos. Du. Talate. Gelos. Laden ab, leck mich. Salat. Reisen. Ein Salat. Gold. Gelos. Salat. Talate. Baum. Ich könnte es doch mal besser halten. Gold! Kannst du mal die Fresse halten. Gold! Nilpferde. Ich töte es gleich. So. Talas, Talas, Carlos. Bottom. Talas, Carlos. Genau. Bottom bei den Türen. Talas. Und übrigens einer meiner Hunde geht jetzt schon hier zum Grün hin. Dein Hund? Das Unsinnigste, was man bauen kann, ne? Ja. Ja, was denn? Das ist doch voll geil. Nein, Hunde sind absolut überflüssig. Ja, damit weil jetzt hat er den Vorteil, jetzt haben die meisten noch keine... Stimmt, die meisten werden deine Hunde noch nicht töten können. Genau. No. Mit denen könnt ihr erstmal erkunden gehen. Ist auch richtig. Sterben sowieso. Willst du mal zu mir gehen mit einem deiner Hunde? Ist blau? Ja. Ja. Du hättest ihn bekommen. Was ist? Und. Schick dir erstmal zwei Hunde. Da, wo jeder weiß, wo der andere ist, da werden die Hunde hingeschickt. Da, wo wir keinen Plan haben, da. Ach, scheiße, brauchen wir keine Hunde. Der Hund wird hier von zwei Tieren verfolgt bei mir. Mein Hund läuft irgendwie nach Norden, wo nichts ist. Ich finde es interessant. Muss ich sie ihn selber ausforschen? Und.
Elf ist ein Gegner, okay. Ja, ist. Überall ist Zeit für die Auswahl deiner Zivilisation ist fast abgelaufen. Das heißt. Ja, das soll. Achso, musst du unbedingt machen. Hier deine Zivilisation auswählen, dann die laden, die du vorher gespeichert hast. Weil wenn du jetzt keine Zivilisation hast, dann kriegst du diese ganzen Boni dann nicht. So. Ich sag doch, du hast keine Ahnung. Oh Gott. Kannst du mal deinem Hund hier ein bisschen auch nicht rum erkunden, wenn du willst? Es sind gerade zwei Tiger in meiner Stadt. Wenn du wir Marvel werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Viecher ausrotten, die brauche ich keine. Nein, die haben Hund von mir getötet, oder nicht? Nee, der läuft schon noch frei rum. Gelb ist direkt in den Drachen, wieso sind die? Mann, die poppen ja nur miteinander, was soll denn der Scheiß? Wir werden angegriffen. Die schießen nur mit Bögen auf meine Hunde. Ja. Läuft bei denen, ey. Wir werden angegriffen. So. Dalaunte. Kellos. Dalaunte. Soma. Das ist jetzt endlich alle, wie ich hier ausgerottet hab gleich. Pferde bei mir. Und die Zähne? Pferde? Ja. Nö. Also ich hab hier einfach keine Rohstoffe. Doch, da oben. Ja, das hab ich mir aber auch schon gedacht. Okay, los. Ah, ich hab... Oha. Hier. Alter, gib dir das mal. Das ist geil. Da kannst du eine Siedlung in die Mitte bauen und die einfach voll mit 50 Leuten bevölkern. Dann kriegst du von allen vier. Ja, ja, das ist total krass. Sieht total geil aus. Hier ist einfach. Markier mal. Ah, ja, ich sehe es gerade. Das ist echt nice. Gell? So viel habe ich gar nicht. Das ist echt böse eigentlich. Sehr gut, Was habe ich denn da? Da habe ich noch was. Ich habe halt kein Eisen neben mir, ne? Oh. Ich hab 2 Eisen, 2 Gold. Ach nee, 4 Eisen, 2 Gold. 5 Eisen, 2 Gold. Ach, scheiße. Talate. Carlos. Holzprobleme, yeah. Talate. Soma. Talate. Hier ist schon wieder ein byzantinischer Streitkolbenträger. Talate. Ja, ich baue mir jetzt mal ein Priesterturm hin, damit ich die töten kann, wenn sie kommen. Einnehmen. Ja, mein Gott. Wir werden angegriffen. Es läuft ein Tiger einfach hinter meinem Hund her und sagt, wir werden angegriffen. Warm. Gibt ja immer was Tor, man, von der Karte schon erkundet hat alles. Mit wie viel Spielrunden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diese sind über. Ah, überflüssig. Storma. Carlos. Ich will heute nur gewöhnen, dass ich jetzt hoch bin, nicht gern. Salat. Zunda. Leute, was geht mit denen ab, ey? Ja, warum nicht? Kannst du auch. Nein, doch. Nur, wieso habe ich 800 Steine? Weil du am Anfang 800 Steine hast. Wir werden angegriffen. Ich hab einfach nie Pferde, Sträuße und Pferde. Schon cool. Wo ist denn der Hund jetzt hin? Ist immer noch mit einer durchgerannt. Wir werden angegriffen. Ja, da schießt ein Turm bis auf meinen Hund. Das ist doch kein Angriff.
Schau, du hast schon Priesterturm. Ja klar. Was kostet der? Den kannst du nicht bauen. Das ist diese Fähigkeit. Ja, wie viel kostet der bei dir? Ach so. 64 Gold und 54 Holz oder so. Ich hätte mit Anpassung spielen sollen, Christoph. Salat. Oh, wir nehmen noch Folgen. Flo, du bist der Grüne, gell? Ja. Ja, okay. Bei dir vor der Nase noch. Wir werden angegriffen. Ja, ich weiß. Ich habe auch eine Stein- und eine Eisenmine. Ja, egal. Zur Not kann ich bei dir tauschen oder hat irgendeine Metallurgie? Tauschen hat Metallurgie. Gut, dann kann ich aber es kostet halt noch ziemlich viel Geld zu tauschen. Ja, noch. Ja, jetzt lohnt sich ja eh noch nicht. Der muss eh warten, bis ich irgendwie beladen ist. Flo? Ja. Leute, wie verbessert der Bergbau, oder? Ja. Du könntest dir eigentlich mal hier eine Siedlung hinbauen und an jeder von diesen Minen jeweils einen dran stellen. Weil der Torben kann ja nur 6 dran stellen und du könntest den 17. Geht denn hier? Ja, was ist denn das hier für eine Scheiße? Das habe ich da gerade hingemacht, das ist meine Markierung. So. Was willst du hier? Ich muss halt nur mal die Leute alle aufbauen. Ich will erstmal meine hier gibt's Giraffen! Alter, ich habe einfach 4 Tiere um mich rum. Wir werden angegriffen. Ja, ich töte die auch alle, weil die mir auf den Sack gehen, ne? Die anderen haben sich auch alle zusammengetan, ne? Ja. Wir müssen einfach eine große, dreischichtige Mauer bauen. Wir werden angegriffen. Das ist mega cool. Ey, lass doch mal meinen Hund in Ruhe, ihr komischen Bogen-Hobos, ey. Hart. Und. Talas. Stoma. Talas. Stoma. Geilos. Geil beschäftigt, ihr könnt. Was geht bei dir? So. Tala, okay. Kann ich die. Was ich mache, Christoph, ist, ich werde schön 5 Leute da hinschicken. Dann kann ich die Siedlung bevölkern und kann da die ganze Zeit dann. Gott. Autosave, ey. Oh, haben schon wieder vergessen. Jedes Mal. Ha! Das ist ein Mongo, ey. Kommt vom Königreich Israel und versucht meinen Turm zu zerschlagen, ey. Wenn es ein Samson ist, schafft er das. LOL! Sag mal, mit was versucht er deinen Turm zu zerschlagen? Mit Fäusten, das war ein normaler Typ, aber was geht denn hier ab? Wenn ich das ausmache, dann sagen die das. Stoma. Dann sagen die ja nichts. Muss ich selbst sagen. Naja. Wir werden angegriffen. Schau. Erkunde mehr Hund. Erkunde hier unten links. Wir werden angegriffen. Meine Taktik. Das Einzige, was der Turm kann. Ja. Ey, uns krieg ich. LOL! Wer kommt da durch? Da ist doch gerade das Tor aufgegangen. Wir werden angegriffen. Flo, brauchst du eine Mauer?
Will ich noch bauen? Ja, aber ich will jetzt erstmal beim Tor mich da hinten mit reinkämpfen. Ja, wo reinkämpfen? Ja. Ach so, machst du echt das, was ich dir gesagt habe? Ja. Oh, chillig. Soll es jetzt heißen, dass deine Tipps scheiße sind? Nein. Ich hätte nur nicht gedacht, dass du dir den irgendwie Mühe machst. Du kannst dir gerne die Goldmine da oben nehmen, die Silbermine brauche ich. Nein, er tut sie bei jeder Dynamine dran. Ich kann auch bei den Leuten dran setzen ohne Problem. Achso, ja okay. Wenn du mir hier hilfst, noch ein bisschen Mauermäßiges zu bauen. Ich bin gerade dabei selber. Da läuft ein Typ aus dem Königreich Israel rum. Wir werden angegriffen. Die Kostensenkung noch drin. Alles in Nahrung. Stoma. Hä, was? Ich baue fast nur gerade hier Felder auf. Du hast jetzt 3. Ich habe 4. Meint der. Wie hast du? Ich? Felder? 2. Nee, der. Ich finde, der 3 ist gerade so gut wie fertig eigentlich schon. Oh. 4 ist, baue ich mir gerade die Leute für. Carlos. So ein Pferd auf Feld aufzubauen kostet halt enorm viel Holz. Ja, ich habe 2, 4. Oh, ich habe den Streitkolbenträger eingenommen. Feld? Was für ein Feld denn? 125 ist doch nicht viel. Du musst für jedes Feld, das du da aufbaust, zahlst 250 Gold. Genau. 50 Holz meine ich. Ich zahle 15% weniger. Ja, ich auch, aber. Deswegen habe ich voll die krummen Zahlen. 629 Holz. Talat. Ich hab 8 Holz. Carlos. 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 Stormer. Die Seite ist geil. Weil wir stehen hier einfach zum zweiten Streit über den Krieger rum. Das ist halt echt nice. Und was noch geiler ist, ich komme damit weit über das Feld und so raus. Also mein viertes Feld ist fast fertig. Wenn zwei Leute, die noch rauskommen, müssen dann warten. Was hast du gesagt, da hinten die Goldmine kann ich haben? Eine Goldmine kannst du haben, ja. Flo, du hast bei dir aber noch zwei. Ja, zwei? Eins, zwei, drei. Ja, okay, da ist der andere wahrscheinlich jetzt dran, aber. Sag, wenn du einen Bauer baust, dann könnten wir eine gemeinsame bauen. Das
hat bis jetzt noch nie funktioniert, das da. Ja, aber egal. Kalos. Talas. Wie viel kostet mich noch 85 Holz statt 5 statt 100, ne? Talas. Haben wir irgendwas zu trinken? Ja, hier. Ja, das ist da unten, das ist meine Flasche, die habe ich. Ich bin schon wieder auf einmal schon gegangen. Zeitalter aus? Ich will mir Eisen für. Diese komischen Israel-Leute, ey. Guck sie an. Töte sie. Geht nicht, nicht genug dafür. Hast du überhaupt das? Naja. Nee. Streichfolgenträger und nicht mal die Kaserne. Ja, scheiß nicht so. Talas. Ich glaube, bei mir liegt es eigentlich komplett nur am Essen, oder? Ne, um allem. Also, Gold hätte ich genug, Nahrung wäre auch nicht das Problem. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet. Ich hätte. Talas. Ja, Gold hätte ich genug. Nahrung nicht. Fehlt mir noch die Hälfte. Und Eisen fehlen mir auch noch 100. Stoma. Und da dann gucken, ob es irgendwo noch Eisen gibt, was vielleicht in meiner Nähe liegt. Flo, hast du bei dir Stein? Ja. Kannst du an deine eigene Steinmühle gehen? Weil ich habe kaum Stein. Eine Steinmühle. Ich bin die siebte Person. Ja, du kannst trotzdem mit sechs Leuten da dran. Du kannst mit sechs Leuten da dran gehen und ich bin die siebte Person, weil ich sieben Leute sonst stellen kann. Ach so, alles klar. Das ist kein Problem. Deswegen macht er das ja, weil es für dich keinen Unterschied darstellt. Das ist für dich keine Verschlechterung. Und wo du schon mal dabei bist, hier würde es sich vielleicht auch lohnen, jeweils einen zu stellen. Ja, das sehe ich gerade. Du bist blau, ne? Ja, du bist jetzt mein fünfter oder ein bisschen. Talas. 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 Wir werden angegriffen. Wieso kriege ich bitte die Nachricht, dass ich angegriffen werde und mein Turm jemanden tötet? Braucht man seine Mauer, das ist schon fertig. Wie krass ist das denn? Ja. Oh, bis wohin geht die denn? Dann, ja. Du kannst halt einfach noch auf der einen Seite reingehen, ne? Dahin, ja. Ja, das ist doch gemacht. Müsste meine Mauer mal langsam aufbauen. Ja, Torben, du könntest deine Mauer auch bis zu diesem Punkt hier bauen. Da immer dran denken. Zu welchem Punkt? Den ich dir auf der Karte markiert habe. Christoph, bis wohin baust du? Machen, ja. Sagen wir bis. Ich würde gerne. Ist es möglich, dass du hier. Dass wir diese Goldmine hier mit einbauen? Ist möglich, natürlich. Gut, weil das würde ich nämlich gerne noch. Gut, bis wohin baust du denn dann? Ich würde dann irgendwie da hinten anfangen oder so. Markiere mal, bis wohin du baust. Also bis wohin ich noch bauen soll. Also ich baue von hier unten, also ich versuche ungefähr hier unten anzufangen. Ich sehe es nicht. Ja, okay.
Bis. Ja. Hier? Ja. Beziehungsweise, ich will versuchen, dass ich die beiden Goldminen irgendwie noch mitkriege. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Okay. Und dann. Dann baue ich jetzt halt einfach noch bis. Bau du mal, ich baue dann dran. Ich baue dann dran. Carlos. Okay. Ihr Idioten sollt nicht immer Holz hacken, die hier rein. Also, wie sieht es im nächsten Zeitalter aus? Richtig. Okay. Ich will erstmal die Mauer gebaut haben, bevor ich jetzt ins nächste Zeitalter gehe. Sag mal, Flo, kann ich eine von diesen Goldminen dort haben? Welche? Ja, eigentlich scheißegal. Ja, nimm hier eine. Ich will halt nur den Mauern haben, bis er uns gehört, darum geht's mir. Achso. Die Krieger können nicht besiedeln, ne? Bevölkern. Nee. Aber bauen die Bevölkern, werden übrigens, gehen dann übrigens weg. Ja, das ist wie über den Dienst da, ne? Oh, Scheiße. Carlos. Ich hasse meine Bauern. Übrigens, hier kommen wir nicht mehr hin, weil da hinten steht ein Turm. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Okay, wo meinst du? Da? Ich denke, mein Bauer, der die Mauer bauen sollte, der ist tot. Carlos. Naja, wenn nicht. Oh, da war ein Priesterturm hin. Alter, das geht voll schnell mit so vielen Leuten. Ja. Das nimmt der eigentlich auch Türme ein? Nein, nur Personen. Ah, ich hab gedacht an der Minen da. Bauern. Oder hat sich der Gelbe hier die Goldmine geholt, aber der Turm ist natürlich komplett aufgebaut, da können wir noch anbleiben. Sieht so aus, als dein Hund so das letzte Mal da war. Aber ich könnte eigentlich neben die Goldmine den Priesterturm bauen, sodass der Priesterturm die ganze Zeit die Bauern einnimmt. Mach das. Ist gut. Ja, doch, wir brauchen die ganze Zeit verrecken, wenn du eigentlich, oder? Ja, was sagst du? Wollen wir doch dann eigentlich die ganze Zeit verrecken, wenn du dann die ganze Zeit Bauern hinschickst, wenn da ein Turm steht? Talas. Stimmt. Ich nehme den und der. Talas. Talas. Stoma. Ich könnte schon die nächste Zeit, Alter. Nee, nicht. Doch, jetzt kann ich. Ja, Moment. Ich bin gerade mit dem Raum beschäftigt. Heißt es, dass da Leute beim Kapitol drin sind? Scheiße! Was? Der schießt einfach über die Mauer drüber. Ich bin davon ausgegangen, dass er das nicht kann. Wer? Dieser gelbe Turm hier. Der ist aber gar keine Mauer. Doch. Ja, wenn du außerhalb der Mauer bist, deswegen. Wenn die, deine Bauern mal intelligent genug wären und da drin bleiben würden, kann er nämlich nicht drüber schießen. Sind sie nicht. Kann man von ausgehen. Ja, sie laufen nämlich immer wieder auf die andere Seite und wollen da weiterbauen. Das ist das Problem. Ja, ich habe hier aber auch so intelligente Bauern, die einfach nichts machen. Das ist noch intelligenter. Ja, die sollen die Mauer aufbauen, das machen sie bleiben einfach stehen. Was heißt patrouillieren? Die laufen. Ja, laufen. Ich laufe an der Mauer entlang, ne? Ja. Okay. Boah, diese Decken. Alter, wie weit. Ich bin nächstes Zeitalter. Warte. Also ich könnte auch. Du? Wenn wir. Sollen wir einfach schon mal klicken?
Nein, noch nicht. So. Müsste eigentlich so passen, oder? Ja, mach. Nächste Zeitalter? Warte kurz. Worauf? Das ist drauf. Scheiße, meine Bauern verrecken hier. So, können wir? Nein. Jetzt verrecken gerade meine Bauern. Du hast zu lange gewartet. Jetzt können wir. Gut, ich hab geklickt. Ich werde angegriffen. Byzantinisches Reich. Oh, ich bin ja im Sack. Soma. Kalos. Er killt meine Bauern, der Wichser. Warte, ich lock mal meine Leute am besten in der Nähe deines Priesterturms. Klar. Soma. Ah, Flo, ja. Das mit dem siebten Bauer funktioniert nicht. Wir werden angegriffen. Weil dann, wenn da schon sechs dran stehen, dann kommt von mir keiner mehr dran und wartet. Das heißt, deiner verdrängt immer einen von meinen. Naja, so ist das. Danke. Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn wir es beide haben oder so. Los. Ja, wenn wir es beide haben, dann bringt sie wieder nichts. Das Problem ist, kannst du mir mal einen Priesterturm irgendwo hier hinbauen? Universität. Wo? Dahin? Wieso kriege ich da irgendwie so wenig Steine? Ja, wohl. Ich will wenig Steine, das wird cool. Weil dann habe ich, kann ich ja nämlich mal diese, das Ding nämlich zu Ende bauen. Marv wird angegriffen, ey. Ohne dass die Leute, ohne dass ich angegriffen habe. Das Geile an Priestertürmen ist, dass sie einfach über Mauern rüber schießen, also einnehmen. Ich wurde gerade richtig hart gefesselt, ey. Ich hab mir als erstes geknickt, so ein Arsch. Ja, die haben auch meine Patrouillenleute kaputt gemacht.